Metal-Freunde, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Wingelwongel. Ja, ihr habt es euch gewünscht. Ich sollte in CS mal die Map von der Drachenschanze präsentieren. Leider habe ich kein CS. Deswegen habe ich es einfach gemacht. Ich habe es einfach bei Garry's Mod mir geholt, denn da gibt es genau dieselbe Map. Und CS und Garry's Mod basiert ja eh auf derselben Engine, deswegen ist das vollkommen egal. Ja, und wir gucken jetzt mal hier so ein bisschen durch. Ich soll hier ein paar Geheimnisse geben. Ich soll mich hier mal ein bisschen umschauen. Es gibt hier viele Sachen, die man entdecken kann, wie zum Beispiel Hader Catering. Ein Paper-Reinerle gefunden. Eins von sechs, was? Ich würde eigentlich nur das Radio an- und ausmachen. Okay, was haben wir hier stehen? Wir haben hier Monster Energy, wir haben hier. Oh, Löschzwerg, herrlich, Alter. Was gibt's hier? Natürlich den guten Macaroni-Auflauf. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Hier ist Excel 95. Okay, offline, das war's, Leute. Die Hater haben aufgrund eines Tricks gewonnen. Eben falsche Schlangen, wie immer. Ehrenlose Assis. Da haben wir Boneclicks. Sehr schön. Die Schanze wird Ah. 24/7 observiert. Lässt du erst den unterirdischen Versorgungstunnel gegraben? Schön. Okay. Da drüben haben wir das. Das war der berühmte Axtwurf, ne? Etzatla, was soll das, Rainer? Bist wahnsinnig? Junge. So, SEK Emskirchen. Bekommen dann einen verdammt guten Job. Die sind schnell, aktiv und dauern meistens nicht länger als 5 bis 10 Minuten. Ha, das ist doch gut, Rainer. Hier haben wir was am Briefkasten. Wow! Yo, Herr Winkler, was soll das? Was werfen Sie denn hier so Zeug rum? Das ist eine Straftat. Ich werde nun in Ihr Haus eindringen. So ein Ding ist das nämlich. Aha. Hier ist der weltberühmte Posterverkauf. Okay, sehr schön. Allein gegen den Rest der Welt. Drachen lört. Okay, sehr schön. Ich freue mich richtig, mich hier umzuschauen. Was? Finde alle sechs. Pa ah, Paper-Reinerle. Ah, okay. Alles klar. Also, man kann ja auf der Map diese Paper-Reinerle suchen. Das ist sehr cool. Wir gucken uns aber erstmal generell die Map an. Kann man hier? Ah, man kann hier rein, okay. Ist natürlich auch nochmal ein schönes Andenken an die Schanze von damals. Muss man doch einfach mal. Aha. Muss man doch einfach mal so sagen. Kann man hier hinter? So. Okay. Unten in die Scheune kann man nicht, ne? Oder? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Oha. Hier geht es irgendwo hin, da gucken wir mal später lang. Wir werden jetzt erstmal. Oha, wir werden jetzt erstmal hier reingucken. Was haben wir hier? Ein bisschen Pizzakartons. Ist das die Popcornmaschine? Ja, das ist die weltberühmte Popcornmaschine. Sehr schön. Können wir hier. Warte mal. Ah ja, können wir, okay. Gut, hier sind wir in der Scheune. Was haben wir hier liegen? Bisschen. Bisschen Stuff auf dem Tisch. Hier kann man noch hoch. Okay. Hier ist der Torhammer. Sehr schön. Und ansonsten gibt es hier. Aha. Okay, das ist echt cool mit diesen Reinerle, dass man da. Mal gucken, ob wir beim Durchschauen schon alle finden. Mal gucken. Also bis jetzt waren sie noch nicht zu schwer versteckt. Hier ist natürlich ein Heli abgestürzt. Ganz klar. Es passiert in Emskirchen öfter. Ach du Scheiße. No way. Pferd Blue ist hier. Alter, rest in peace, Pferd Blue. Rest in peace. Oh Mann. Das arme Pferd, ne? Na gut, wir gehen das mal weiter. So. Oh, kann man da oben hin? Das finde ich sehr interessant. Hier kann man nicht rein. Ich suche auch nebenbei so ein bisschen nach diesen Pappreiner, ne? Aber das Wasser halt auch immer tiefer. So der Nichtschwimmerbereich. Und das jetzt so der Schwimmerbereich. Okay, Rainer, entspann dich. Ah, da ist dieses. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ruhe, Rainer, was soll denn das? Kann ich hier hochklettern? Was steht da? Besiege dein inneres Schaf und geh arbeiten. Trink Aminoschock. Ich weiß noch, dieses Plakat hat in Emskirchen tatsächlich mal gehangen, ne? Eine Zeit lang. Sehr, sehr cool, dass da. Es ist auch einfach cool gemacht, dieses Schaf und Reiter so als Karikatur dahinter. Sehr, sehr schick. Sehr, sehr cool, dass das hier mit implementiert wurde. So, hier geht es irgendwo runter. Wir gehen aber erstmal ganz normal ins Haus. Hier kann man auch noch rein. Okay. Ach, hier kann man auch rein und raus. Ich dachte, das waren so Fakey-Türen.
Ah. Okay. Cool, da gibt es echt viel zu sehen. Wir gucken nochmal hier durch, ob es hier ein Reinerle für uns gibt, aber ich habe zumindest jetzt noch nichts gesehen. Kann man hier durch? Nee, kann man nicht. Okay. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Was haben wir hier stehen? Wenn man in einem oder anderthalb Meter Entfernung von mir ist, ist meine Todeszone. Da hat er wohl recht. Das ist klar. So, hier hat er natürlich immer ab und zu mal gegrillt, ne? Die Kamera steht auch schon ready dafür. Herrlich. Okay. Kann man doch hier rein? Nein. Ich glaube, man kann hier nicht rein. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt mal ins normale Haus rein. Let's go. Ich freue mich, Alter. Fort. Okay. Hier ist ein schönes Müllzimmer. Herrlich. Hier ist die Küche. Die ist für meinen Geschmack ein bisschen zu ordentlich. Bitte? Was? Okay. Ja, die Küche ist für meinen Geschmack ein bisschen zu ordentlich. Das wissen wir, Rainer, das wissen wir. So. Hier haben wir das Bad. Ich versuche mal so ein paar Voice Lines zu finden, aber bis jetzt. Aha, okay, Rainer. Entspannt. Ja, hier haben wir das Greenscreen-Zimmer. Ich finde es sehr schön, dass sie die Poster von Rainer im Hintergrund noch mit implementiert haben. Sehr, sehr cool. Okay, hier geht es irgendwo runter. Ob das bei der originalen Drachenschanze auch so war, kann ich jetzt nicht sagen, aber okay. Nee, wir gehen aber erstmal hoch, bevor wir in die etwas anderen Bereiche gehen. Oh mein Gott, Alter. Das Arbeitszimmer mit den Postern. Es sind sogar wirklich diese Poster. Ach du Scheiße. Wie cool ist das denn? Was haben wir denn hier offen, Rainer? Ich kann es kaum lesen. Das eine ist Lach schon, ne? Und das andere ist Wikipedia. Das ist der Google danach Hate, glaube ich. Okay. Oha, Hallöchen! Ich glaube, jetzt ist die Freundin eingeschlafen mittlerweile. Ach, die ist eingeschlafen. Sorry, Rainer. Die Freundin aus Denken ist eingeschlafen. Das wusste ich nicht. Prostata-Stimulation. Ja gut, okay. Ja, warum nicht? Der Balkon? Mädeloide. Sehr schön. Gut, ich lasse sie mal hier weiter schlafen. Schlafen mittlerweile. Ja, ich lasse sie doch auch schlafen, Rainer. Alles gut. So, wo waren wir noch nicht? Hier waren wir noch nicht. Ah, nicht mit Gimp, Alter. Scheiße. So, hier ist das alte Hamsterzimmer. Als der Hamster geboren wurde, hat er von seiner Mama einen Namen bekommen. Ist das so? When the Oh mein Gott. eagle Christ. cries. When the eagle cries. Das bedeutet, wenn der Adler kreist. Ja, nicht wenn der Igel kreist, Jungs. Ah, sehr schön. Hier ist sogar die Tür mit dem Loch drin. Ah, Mann, ist die Map nice. Cool. Okay. Dachboden gibt es leider nicht. So, dann gehen wir jetzt mal in den Keller. Zack, zack, zack. Hier ist auch das Loch vom Tisch. Okay. So, wo gehen wir denn lang? Hier gibt es viel zu viele Sachen. Ah, hier ist ein Tester. Ne, für TTT, klar. Und Prügel rausschmeißen. Geil. Einfach nur geil gemacht. Okay. Halt's Maul! Das ist das japanische Badezimmer, das er immer machen wollte. Rainer wäre sowas von stolz. Ist das cool, dass sie das hier mit implementiert haben. Oh mein Gott, ich dachte, ich sehe jetzt einfach irgendwie so ein dunkles Loch, aber es ist einfach ein japanisches Badezimmer. Sehr cool. Okay, hier geht sich durch und hier ist noch ein kleines Planschbecken. Ah ja. Gut. Gucken wir mal schnell auf die andere Seite, was da war. Hier ist soweit nichts. Getrollt wird nicht. Getrollt wird nicht. Okay, das gehört, glaube ich, nicht mehr zum Originalhaus. Aha, hallo.
4 von 6, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. So, wo sind wir hier? Ach, hier sind wir wieder draußen. Okay. Wo geht's hier lang? Ah, hier sind wir bei diesem kleinen Planschding. Okay. Und hier haben wir den Rhein alle gerade eingesammelt, ne? Okay, da haben wir jetzt, glaube ich, grob alles gesehen. Ja, ich glaube, da haben wir grob alles gesehen. Ja, jetzt ist die Frage, wo sind die letzten zwei Pappreinerles? Das ist die Frage und die werde ich jetzt natürlich noch suchen. Also du kannst mir ja nicht erzählen, dass im Haus keiner mehr irgendwie ist oder so. Ah, okay. Da habe ich einen gefunden. Okay. Ich guck mal, ob noch einer im Haus ist. Oh mein Gott, lol. Alter, okay, ich habe jetzt eine ganze Weile nach dem letzten gesucht, okay. Ah, das hat sich auch schon geöffnet. Okay, dann gucken wir mal, was hier abgeht. Hater-Alarm. Oha. Warte mal, was haben wir denn hier, bevor wir den drücken? Ha, Beweisstück A, B, C. Hast du nicht gesehen, okay. Okay, dann werden wir wohl mal aufs Knöpfchen drücken. Noch oh mein Gott! Geil! Unbesiegt! Alter! Okay, richtig, richtig, richtig geil! Ja, gut, ich glaube, das war alles. Aber sehr, sehr coole Map. Sehr, sehr geil nachgestellt. Oha. Geht's hier noch irgendwo hin? Ah, ne, hier geht's noch ins Hamsterzimmer, ne? Okay. Sehr, sehr cool nachgestellt hier die ganze Map. Vielen lieben Dank für den Vorschlag. Und ich finde es auch sehr, sehr cool, dass es hier noch ein paar Secrets gab. Also wirklich, Shoutouts gehen raus. Falls ihr andere Spiele noch habt, die ihr mir vorschlagen wollt, die ich mir mal angucken soll, schreibt's gerne rein. Leute, haut rein. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Wingelwongel. Tschüssi. Kowski.